Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei der Levelreihe meiner Trainer-Nonne. Wir befinden uns in Fernhain, boreanische Tundra. Sind letztes Mal angekommen hier im Wrath of the Lich King Questgebiet quasi. Und wir sind hier bei Geralt Grün. Hallo Geralt, hallo. Geralt Grün möchte, dass ihr euch in die Mine im Norden begebt. Was ja nicht schlecht ist, weil da müssen wir sowieso hin. Weil die gute Frau im Gasthaus ihren Ehemann vermisst und er dort zu finden sein wird. Aber ich glaube leider tot. So wie ich das in Erinnerung habe. Wir schauen einfach mal. Ich drop hier durch das Dach. Üpp. Ah, fast. Oh, und wir müssen unterwegs schnetzeln. Hallo, you're going down, verseuchter Fußsoldat. Oh, und kommen sie aber alle hier. Schwupp. Was sollen wir denn tun hier in der Mine? Ist das schon das mit dem Wagen? Nee, gell, das kommt erst später, glaube ich. Ach genau, wir müssen diese Vorräte hier angucken. Ich erinnere mich. Aber ich mag's, also wirklich, ich liebe das Questgebiet hier. Das gefällt mir super. Auch Drachenöde und so. Kehr zu Geralt Grün zurück. Schon ein bisschen früh, hä, um zurückzukehren. Erstmal schauen wir noch nach der Leiche hier oben. Sehr verdächtige Leiche. Zack, und gepummelt wird. Und Target Switch. Und zack. Nice. Komm her, Bro. Quest beenden. Bring dir ein Beunruhigend zu Larissa in dem, im Gasthaus. Oh, da gibt's ein Trinket. 138er. Oh, sehr nice. Das nehmen wir uns mit nachher. Erstmal machen wir jetzt die anderen Quests hier fertig in Fernhain, weil ich glaube, das, wo es das Trinket gibt, da gibt's dann keine Folgequest mehr. Von daher machen wir erstmal Fernhain fertig und dann fliegen wir zurück in die Valianzfeste. Heißt es so? Valianzfeste? Ich glaube. Fernhain. Ist auch wieder so geil. Es ist wieder eine Kirche. Kirche, Kirchehaus und sonst nur Felder. Und der Rest ist, glaube ich, abgebrannt. Das waren, glaube ich, auch mal noch zwei Häuser da hinten oder so. Aber eine wirklich große Siedlung ist leider nicht. So, Quest beenden. Dass ihr 14 Aasfresser tötet. Kein Problem. Der Mann auf dem Wagen. Honig. Jeremias. Was haben die alle für Namen? Dass ihr euch Felder, Fabriken und Werkstätten... Ach, das ist das Buch. Okay. Und was willst du, Mage? Wendy! Dass er mit Hilfe von Wendys Fackel 8 Säcke Korn aus Fernhain verbrennt. Nur zu, Wendy. Kein Problem. Mache ich doch gern. Müssen wir euch töten? Ja, euch müssen wir töten. Ich würde sagen, wir machen einfach so... Ach, mich juckt es an der Nase. Wir machen einfach so eine kleine Runde und fangen hier drüben an. Hier gibt es doch irgendwo das Buch. Nicht wahr? Da ist auf jeden Fall so... Ja, genau, da hinten liegt's. Erstmal verbrennen wir hier den Sack. Dann klauen wir hier das Buch. Schwupp. Und dann machen wir einfach die Runde hier außen rum, bis wir wieder hinten sind. Zack. Euch müssen wir auch noch töten nebenher. Ganz vergessen. C. Droppt ihr was? Nee, geil. Oh, da ist schon was tot. Da ist schon alles tot, so wie es aussieht. Liegt da ein Sack drauf? Nein. Ich dachte immer, hier lagen so viele. Da hinten liegt auf jeden Fall einer. Verbrennen wir mal den hier. Und den hier. Und warum hat es denn wieder Cooldown? Das ist so nervig. Sind das jetzt zwei Säcke oder ist das nur einer? Ah, sind zwei. Also, nee, ist einer. Roffel. Ach, da liegt noch. Guck. Davon gibt es ja echt ziemlich viele. Da braucht man ja nur rumlaufen und verbrennen. Kann ich durch den Zaun durch verbrennen? Bin ich so mächtig? Tatsache. Komm mal her, Bro. Ich verbrenne nebenher noch kurz. Boah, da hinten war wieder so ein Peniswurm aus der letzten Episode. Habt ihr das gesehen? Krasse Scheiße, Mann. 3 von 14. Holy moly. Da müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen, glaube ich. Gib mir mal ein bisschen G-Punkte-Dings. Ey, warum kann ich euch nicht pummeln? Jetzt wird es aber gefährlich hier. The fuck? Was war jetzt das? Ah, ich habe schon alles verbrannt. Okay.
Dann würde ich mich gern kurz healen. Oh, mal Gabe der Naru. Und wir gucken, dass wir die möglichst einzeln erwischen hier. Die machen ganz schön viel Damage, so wie es aussieht. What? Sieben von 14. Die Hälfte haben wir geschafft. Wo sind noch welche? Da unten in dieser Furche, in diesem Graben hier, in der Bresche. Wie viel Water es für ein und dasselbe geologische Phänomen hier gibt. Na los, ich brauche mehr. Schwupp. Oh. Ich glaube, ich bin der schlechteste Nonnen-Mönch-Rumflieger. Ich fliege immer irgendwo dagegen. Oh, die sind wieder zu zweit. Shield activate. Okay, passt perfekt. Und noch drei. Da hinten läuft einer. Yeah, zwischen Zaun durch. Habt ihr das gesehen? Like a boss. Oh, ich habe mein Power-Dings ready. Nice. Bam. Der lebt nicht lang. Oh, kein Mana. Ich will immer sagen Mana, aber keine scheiß Punkte. Wie heißen denn die Punkte? Das eine ist Chi und das andere? Oder ist das eine Energie und das andere Chi? Der Mönch, er ist einfach ein Rätsel für mich und wird es immer bleiben. Bis ich mich mal hinsetze und mich mit ihm beschäftige. Was wahrscheinlich erst auf Level 90 dann passieren wird. So, 14 von 14. Geben wir schnell alles abgeben. Tzari, Gezetzari. Da ist er ehrfürchtig. So, hier. Oh, gibt's da was Gutes? Moment, Hals. Handgelenke Stoff. Und wieder nur Brustleder. Schade. Geht zur Mine von Fernheim neben Hauptmann Jakobs. Ach, das ist jetzt das, okay. Dann du noch. Oh, GZ-Muni. 69. Freigeschaltet der Nexus. Ach, die neuen Dungeons, die können wir ja auch mal irgendwann noch machen. Möchte, dass ihr fünf Erntesammler zerstört. Okay. Finger. Oh ja. Okay. Schulter. Nein. Das auch. Nein. Aber den Finger, den nehmen wir mit. Ich habe eh keine Finger. Ich habe nur schlechte Finger. Ich habe Wurstfinger. Endlich habe ich richtige Finger. Achso, diese Erntefiecher. Ah, jetzt machen wir erstmal die Mine. Ich will die Mine weg haben. Und dann machen wir die Erntefiecher. Oh, wie haben wir den umgenutzt? Wir müssen doch erst den Schlüsselmann finden, gell? Bevor wir den Wagen losfahren lassen können. Wo ist der Schlüsselmann? Oh. Benötigt Schlüssel? Haben wir einen Schlüssel? Ne, haben wir nicht. Hast du den Schlüssel? Ja. Nein, er wird angegriffen! Gib mir mal einen Schlüssel! Ach, Wrath of the Lich King, jetzt muss ich wieder warten. So eine Kacke. Hauptmann Jakobs. Komm schon, ich habe mindestens genauso viel Schaden gemacht wie der andere garstige Ali. Hauptmann Jakobs. Hauptmann Jakobs. Ach, ich töte so lange irgendwas. Das wird mir langweilig. Komm, we're going down. Oh, da droppt ein Gürtel. Ist das? Kette. Wir könnten aber mal unseren Ring anziehen, den wir gekriegt haben. Ist das besser als. So, aus mir unbekannten Gründen ist gerade WoW abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung. Es gab auch keine Fehlermeldung oder so. Aber ich hoffe mal, dass inzwischen der Jakobshauptmann wieder gespawnt ist. Perfekt, da steht er ja. Komm her, Buddy. Du hast einfach gezählt und dann ist Ruhe. Gib mir den Schlüssel. Wir heilen uns selber mal noch hoch hier. Und buffen uns mal noch wieder. Anscheinend hat er uns gekillt, als wir ausgelockt waren.
Ich war nämlich tot. Und pummeln. Und Target Switch. Und Attack. So, und dann können wir auch das Ding hier mal betätigen. Und dann müssen wir nur noch zurückkehren. Achso, ne, die Ernte-Golems müssen wir noch machen, gell? Ich habe da ganz vergessen. Komm mit, Bro. Perfekt. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass der andere Ali auch gerade bei den Ernte-Golems ist. Das wäre ziemlich schade. Um das andere Wort mit Sch nicht zu sagen. Ne, die stehen alle da. Perfekt. Was muss ich machen? Hey, wo ist die... Wo ist die Quest? Habe ich die jetzt wieder nicht angenommen, oder? Was ist eigentlich heute los mit Quests annehmen? Doch, ich habe sie angenommen. Hä? Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist. Erntesammler verkaufen, verfolgen. Ich verstehe gar nicht, warum die jetzt weg ist hier. Zack. Ungültiges Ziel. Auf die Überreste eines besiegten Erntesammlers anwenden. Ach so, okay. Zack. Und da haben wir die Überreste. Und anwenden. Sehr nice. Und weg hier. Und next. Und da schon down. Und Überreste. Und anwenden. Zack. Und aufpassen, dass wir die Ghouls nicht pullen. Die Ghouls? Die Ghule? Ihr wisst, was ich meine. Den Plural von Ghoul. Kein Bock, gegen die Ghule zu kämpfen. Und zack. Und da greift mich ein Schurke an. Wahrscheinlich Level 90. Nee, oh, Level 74, aber dafür hat er mir hart gegeben. Das heißt, die Horde sind also auch hier unterwegs. Lassen wir uns davon unterkriegen? Nein. Momentan nicht. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens in einen Erntesammler hier noch. Wir müssen ja nur die Quest fertig bekommen. Der Rest ist mir egal. What? Was ist mit ihm los? Außer Reichweite? Das ist aber nicht gut. Komm du mal her, Bro. Nice and easy. Und weg hier. Da hat er schon wieder auf mich eröffnet. Ach nee. Wenigstens ist die Quest fertig. Gehen wir nämlich gleich abgeben. Sobald wir uns wiederbeleben können. Ba, ba, da, ba. Und dann fliegen wir in die Feste und geben dort noch unsere zwei Quests ab. Und ich glaube, dann müssen wir nur noch da drin irgendwelche Waffen sammeln und die Glocken läuten oder irgend so ein Crap. Dann haben wir Fernhain auch abgeschlossen. Hat er die Questgeber getötet? Raufel. Dann geben wir halt erstmal hier ab. Umso besser eigentlich. Yay, kehrt zu Geralt Grün zurück. Hey, nicht weglaufen. Annehmen. Und du noch? Da gibt es doch dieses schöne Trinket, nicht wahr? Ah, da brauchen wir nicht mal absteigen. Das ist ja geil. Die sollten die NPCs öfters hier ans Fenster stellen. Yay! Oh, ein Ruf ab. Bei wem? Ach, Valianz. Okay. Sprecht mit James im Gasthaus der Valianzfeste. Oh, das geht noch weiter. Das wusste ich gar nicht. Wer ist James? Bist du James? Nee. Ist der Gastwirt James? Oh, Mücke. Mücke möchte, dass ihr euch auf den Bernsteinflöz im Norden begebt. Bernsteinflöz kommt erst später, Mücke.
Was bist du? Verloren und wiedergefunden. Die Flasche Wein, Kultiras im gesunden Schiffswrack. Oh ja! Ich weiß noch, wo das ist. Das können wir eigentlich jetzt gerade schnell machen, solange die Questgeber da oben tot sind. Oh, da steht ein Blinktron. Was haben wir dabei? 14 Gold. Nice. Und Crap, den wir nicht brauchen. Okay, weg mit dir. Ja. Okay, wo ist das Schiff? Das war doch irgendwo hier vorne, ne? Sieht man das? Nee. Das Wasser spiegelt zu hart. Aber ich glaube, irgendwo hier. Ziemlich genau hier. Ja, da sind diese Haie. Okay. Und da werden wir schon angegriffen. Ah, wir können ihn. Triff ich ihn? Ja. Und C. Und weiter runter. Und da glitzert's schon. Zack. Was man nicht alles tut für eine gute Flasche Wein. Genau wie im Real Life. Da würde ich auch auf den Boden tauchen vom Meer. Oh, das würde ich echt mal gern. Stellt euch mal vor, ihr seid im Urlaub oder so und taucht irgendwo voll tief runter und dann findet ihr so eine richtig geile Flasche Wein. Wie fett wäre denn das? Würde ich mich abends geil an den Strand setzen beim Sonnenuntergang und die Flasche Wein schlürfen. So. Oh, muss ich es dir abgeben? Da du Säufer, hast dein Wein. Findet das Gefängnis und sprecht mit dem Deserteur. Okay. Das wissen wir ja auch schon, wo das ist. Brauchen wir nichts groß finden. Da waren wir ja immerhin schon unten. Schwupp. Und was ist mit dir jetzt los? Sprecht mit Araika nördlich der Wa. Ach, Kaskala, okay. Okay. Ist quasi wieder ein neues Quest-Hub. Lauter neue Quest-Hubs haben wir hier am Start. Jetzt gucken wir mal, ob die NPCs wieder leben in Fernhain. Dann können wir nämlich das noch fertig machen. Ba, 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 ba. Und wie sieht's aus? Nicht gut. Nicht gut? Ne, alle tot. Schuhe gehen wir noch unterwegs, ha? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schauen wir mal. Feiglinge und Dummköpfe. Oh, gehen wir denn nach Fernhain hin? Gehen wir nach Kaskala? Ich würde schon sagen, oder? Und der Strand ist eigentlich auch nicht schlecht da unten. Wir könnten aber auch dann mal Dungeons machen. Jetzt sind sie despawned. Jetzt müssen sie nur noch wieder her spawnen. Dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Und gerade als ich aufgehört habe aufzunehmen, spawnt er wieder hier. Ba, ba, ba. Oh, nice Boots gibt's. Was haben wir da? 55 und kriegen 138. Das ist natürlich stark. Und du, Baby, bei dir gebe ich auch schnell ab. Ah, genau. Und lass die Glocke läuten. Und da gibt es dann einen schönen Hals dafür. Okay, lassen wir die Glocke läuten. Ich dachte, da war noch irgendwas gewesen mit. Naja, dann halt nicht. Dann war das das andere mit den Waffen sammeln. Oder? Ich meine, da wäre noch irgendwas gewesen, wo man hier. Lass mich mal schauen. Keine Waffen? Ne, hier gibt es keine Waffen. Die Glocken sind geläutet. Und so holen wir uns noch unseren Hals ab. Und dann war's das. Ich hoffe, da wird nicht schon wieder gefightet. Ne, sieht gut aus. Intelligenz, Trefferwert, Waffenkunde, Angriffskraft, Intelligenz. Nehmen wir mal die mit. Okay. Ich glaube, das war's hier. Jawohl. Genau. Okidoki. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss und ich überlege mir mal noch, was wir in der nächsten Episode machen. Entweder gehen wir questen, Kaskala oder am Strand, oder
Wir machen mal eins von den beiden neuen Dungeons, also Burg Utgard oder Nexus. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt bitte dran, das Video positiv zu bewerten, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.